Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Ghost Recon Knuckle-Roads. Ja, auch heute dabei unser Dr. Disco. So, Überflieger, dem Santa Blanca Hubschrauber folgen. Och, ich liebe diesen Wagen, ne? Wir müssen den klauen, was? Ne, wir müssen den verfolgen, nehme ich mal an. Schleich dich mal hoch. Dass dir noch nicht mal einer was sagt. Da, oh. Schnell. Hab's gemerkt. Er war ein Hurenbock wie am Buch gestanden. Bowman hat Fahrzeuge, warum bitten wir die Rebellen darum? Nimmst du ein eigenes Fahrzeug? Ich nehme ein eigenes Fahrzeug, ja. Alles klar. Nur verfolgen, was? Wo will er denn hin, sag mal? Okay. Elektrodrift. Oh, da kommen welche. Lass sie mal kommen, die hänge ich ab. Runter von meinem Rasen. Ach, der weiß doch gar nicht, was er gesehen hat. Okay, die Unidad hat zwei Luftabwehrstellungen auf der Route des Hilis. Zerstören Sie sie, bevor Sie Eddies Vogel runterholen. Ja. Sekunde, ich kümmere mich drum. Alles klar. Wo bist du? Dein. So, einen habe ich. Oder so. Nein, das Ding steht noch. Wie, das Ding steht noch? Verfickte Scheiße! Ne, wurde zerstört, aber... Abschuss bestätigt. Granate fliegt. Granate, frisst das, Mann. Alles kaputt, nur nicht, dass es kaputt gehen soll. Granate kommt. Einherrlich, schnell. Ich hocke im Fahrzeug. Ja, komm. Was ist das? Lass mich hier im Ruhe fahren. Alles gut. Hey, pass auf mich. Sag das doch. Komme. Da hat mir nämlich ein Heli gespawnt. Ey. Ach, das gibt's doch nicht. Er blutet, weil er unter dem Reifen gekommen ist. Du hast mich voll angefahren, Mann. Ja, angefahren ist nicht überfahren. Mein Wagen hat scharfe Kanten. Map. Oh, da ist was auf der Straße. Da hebst du ab. Schnell. Hoch zu der SRM-Stellung. Bin dabei. Wohin? Ja, die Straße war so kurz, die Abfahrt. Fuck! Ich fahr da volles Rund rein, ne? Scheißdreck. Das war's schon. Das war's? Nein, das Ding steht noch. Mit Granate hochgeschossen. Oh, ich hab da steht einer neben mir. Sehr schön. Wir hatten zwei Elis am Arsch. Ich musste die Fracht abwerfen. Eine hat sich aufgenommen, der andere folgt uns. Nun weiß nur Santa Muerte, wo der Schnee von Eddie ist. Ich hol dich, oder auch nicht. Dann rein. Wenn Sie Eddies Mitarbeit wollen, finden Sie die Drogen.
Suchen Sie den Unidad-Hubschrauber und hacken Sie sich in die Flottenbasis. Dann wissen Sie, wo der Vogel den sprichwörtlichen Wurm hingebracht hat. Kakti, überall ist Kakti. Ich hab noch einen Tango. Oh fuck. Oh, Fahrzeug, was ist gemacht? Ich hab den Heli zerstört. Ja, scheiße gelaufen, was? Jetzt sah nicht die ganze Mission nochmal von neu. Na, ich denke mal, eher das ist jetzt nur der Part mit der Unidad-Basis jetzt. Oh, hoffentlich, ey. Ja, das wär's jetzt echt gewesen. Ich hab jetzt den falschen Heli abgeschossen. Kann alles passieren, meine Güte. Alter, ich hab mit dem Haitaira knapp 400 Kilometer zu Fuß schon gelaufen, ne? In Pokémon Go, versteht sich. Wobei, warte, hier ist so ein Helikopter. Den nehmen wir. Wir fliegen drüber hinweg und werden aussteigen. Ich fliege. Oh, ich habe jetzt durchgehend dieses Piepen von der Luftabwehr im Kopf. Bereit machen zum Öffnen! Alles klar. Boah, ich muss einfach kurz reloaden, ey. Uiuiui. Dann komm neu rein. Ah, ist schon gut. Nee. Ich muss nur kurz respawnen, weil ich habe durchgehend diesen Alarm von der Luftabwehr im Loop gehabt. Das ist mir gerade ziemlich auf die Ohren. Der Download hat angehalten. Nee, ich hab's immer noch. Ziel ist so weit entfernt, so eine Scheiße aber auch. Ja, wir brauchen echt Helikopter, um hinterherfliegen. Ja, ich muss einmal komplett. Ist ja kein Problem, die Mission ist fehlgeschlagen bei mir. Jetzt sind wir ja schlauer rausgeworden. Ich hab dich gar nicht mehr verstanden im Spiel. Ne? Was hast du die ganze Zeit für so einen Sirenen gehabt, oder was? Ja, diese Sirene, wenn du von der Luftabwehr, wenn die Rakete kommt. Ja, das war jetzt durchgehend im Loop. Das ist natürlich assi. Oh, das hat mir richtig in den Ohren weh. Dr. Disco ist online. So. Habe ich mir die Unterhose über den Kopf gezogen. Ja, ich erinnere mich. Nach unserer Razzia auf den Anwesen von Drogenbaron Mamolini. Wir haben alles mitgenommen. Kohle, Drogen, sogar seine feinen Anzüge. Ich habe immer noch einen davon. Den trage ich zu meinen... Der streamt halt einfach nicht. Ja, da werden die Weiber bestimmt ganz spitz. Nee, ich bin zu dick. Ich sehe aus wie eine Schnecke im Strampler. Klar, du stehst doch auf Mamas Erdnussbutter-Banane-Speck-Sandwiches. Das sind die Gespräche von den beiden Piloten. Ich bin noch 2 Stunden auf Patrouille. Solche Drogen zu schnappen hat den Boss echt nervös gemacht. Das Arschloch ist so paranoid. Die CIA soll angeblich alle seine Gespräche mithören. Ja, als ob die CIA Interesse daran hätte, den ganzen Tag Kommandant Suarez Kescheka mit seinen Geliebten anzuhören. Was? Der Kommandant hat mehr als eine? Wusstest du das nicht? Es heißt, er habe eine für jeden Wochentag. 7 Geliebte? Wow, bei diesem Riesenstall muss er ein echter Angst sein. Nein, er schluckt diese Pillen. Warte, hallo?
Was zur Hölle? Santa Blanca greift Buitre an. Die Arschlöcher wollen ihre Drogen zurück. Wir müssen dahin. So, dann drehen wir mal direkt bei. Bist du schon wieder drin? Ich joine gerade. Ziehen wir noch ein bisschen höher. Viva la Bolivia. Da geht es richtig rund. Eddies Drogen sind im Hubschrauber. Helfen Sie Santa Blanca, wenn Sie wollen. Aber holen Sie die Drogen. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Die haben hier einen Jammer, ne? Gott, wie weit bin ich denn jetzt, wenn der weggespawnt hat? Die Leute sind hier überall. Küss mich doch am Sack, ey. A todas las unidades, comiencen el ataque. Detecto movimiento. Muss ich aufpassen. Geht doch. Der Gringo. Er holt sich den Helikopter und verschwindet. Landen Sie den Vogel in einem Stück. Ohne die Drogen ist Escovado auf kaltem Entzug. Und dann können Sie sich warm anziehen. Mehr Löcher als siamesische Zwillinge. Die Blechdose macht nicht, was sie soll. Der Helikopter will nicht so ganz, wie ich das möchte, ne? Was im Arsch ist, ist im Arsch. Nur die Harten, das überleben. Ich hab euch nie gemocht. Mama Mia, das gibt's doch nicht. Falls wir es schaffen, geht die Runde auf mich. Erstmal abliefern. Immerhin hier haben wir Spaß beim Sterben. Ich habe eine Audiomeldung, aber irgendwie sagt er nichts. Einsatz abgeschlossen. Entspann dich, wir kriegen das hin. So, hier gibt es einen VIP-Follower, wa? Du hast das Pulver. Das Zeug ist klasse. Meine Gäste werden so abgehen, dass du dein Telefon in ihren Arschlöchern aufladen kannst. Wenn ich Hilfe bei der Vorbereitung brauche, melde ich mich. Adios. Ja, immerhin, ne? Du kannst dein Handy in deren Arschloch aufladen. Die kommen ja auf Sachen, ne? Von meinem Rasen. Die Straße ist mir. Hier kam ein Signal runter, aber hier leuchtet's rot. Bist du da am Schießen wie so ein Irrer? Mhm. Lass das mal besser bleiben. Alter, ich fahre ja auf Messerschneide, hör auf.
gibt's was für Lau. Willst du mitfahren? Jo. Kümmer dich mal um die Helikopter, falls hier einer frech werden sollte. Oh. Ja gut, hat sich erledigt. Okay, raus das Zeug. Coca-Pflanzen einsprühen. Warte, ich mache hier mal eben kurz die Sachen, die hier sind, ne? Ja, warte mal, dann kann ich jetzt auch mal direkt Tarnung hoch und ein Level noch. So, ich hab jetzt die Medizindrohne. Hast du jetzt schon? Ja. Oh. Nein! Boah, warte. Boah, Alter. Ja, frag am besten gar nicht. Flugzeugfliegen ist ja so eine Sache, aber da komme ich noch hinter. Verfickte Scheiße! Das Problem bei dem ist, das lenkt so scharf, ne? Die anderen, das hat gedauert, bis du da irgendeine Kurve ziehen musstest oder konntest. Ja, ich glaube, bei Narco Road haben sie generell die Sensitivität von alles hochgedreht. Ja. Das ist echt... Los Extremos. Nein! LOL! Dass der Wagen noch fährt, ne? Was habe ich da jetzt gerade mitbekommen? Wir machen jetzt große Bögen, das ist glaube ich besser für uns beide. Ja. Diesen kurzen Loop, ich habe gedacht, der Wagen ist jetzt kaputt. Bei mir bist du gerade einfach in den Loop stehen geblieben und bist runtergefallen. Ich dachte mir gerade so, was feiert der denn jetzt da? So, jetzt noch einmal rüberziehen, sind wir fertig. Siehst aber auch, wie die Karre am Brennen ist, so am Qualm ist, was? Coca-Pflanzen eingesprüht. Gute Arbeit. So, das raus jetzt. Pestizid, das die Sträucher bald zerstört. Jetzt aber nächste Mal fliegst du. Nächste Mal fliegst du, ist glaube ich besser. Ja. Für uns beide glaube ich ein bisschen weise, wenn ich das nächste Mal fliege. Mag der Bruchpilot. Die Abenteuer von Juan und Felipe. Naja. Nee, aber das Fliegen, ich sag jetzt mal, im normalen Spiel war das einfacher, ganz ehrlich. Hier drückst du auf einen Knopf, der zieht dir direkt, als wie, was weiß ich. Als wenn er zum ersten Mal im Flugzeug drin sitzt. Hey, nicht frech werden hier. So, wir hätten... Was ist das hier? Oh, Information, Rebellen... Ja, das machen wir. Da gibt's was für Lau. Geschwind, geschwind. Ich würde sagen, das reicht, wa? Audi-Partner. Los Kamikazes, Erkundung. VIP-Follower? Hi Cousin, ich bin beeindruckt, was du alles geschafft hast. Ich habe ein Narco-Corrido für dich geschrieben, aber ich suche noch ein Reinwort auf Guerilla. Jetzt habe ich aber ein Geschenk für dich. Informationen, wo du wertvolle Sachen finden kannst. So viel schon bricht dir Panik aus. Trigger ist abgerutscht. Ja, kann passieren. Wir sind im Krieg. Wir müssen uns hier für nichts rechtfertigen.
Ich habe einen unruhigen Finger heute. Ich glaube, ich brauche meine Tabletten. Boom, Alter. Direkt ein Premium-Follower abgeknallt. Ja. Das ist wie so ein Sechser im Lotto, weißt du, zum Arsch abwischen. Die Knarre unten. Das erinnert mich hier an The Punisher, weißt du, so aus dem Nichts einfach den Kopf weggeballert. Hat geklappt. Warum nicht, ne? Voll hardcore mit so einem Passat darüber springen. Ich fühle mich hier wie bei New Kids. Weißt du, was du haben willst? Nein. Den wollte ich ja eigentlich runterfahren, aber okay. Achso, du wolltest den LKW haben. Nee, den wollte ich ja schubsen. Guck dir mal den Hang hier an. Ach. Weißt du, wie die da abgehen? Da geht dir aber das Wasser. Tut mir leid, ich kann mich selbst nicht gerade ernst nehmen mit diesem Auto. Da fahren wir jetzt aber nicht lang. Nicht mit dem Auto. Hol uns mal was Schnelleres. So, meine Freunde, leider ändert uns Spielzeug heute wieder. Wir sehen uns beim nächsten. Was ist denn hier? Oh, du hast was angeschossen. Ja, selbst schuld. Ich bin aber weg. Es bleibt spannend. Bis die Tage.